fadenleicht einkuscheln, so bin ich in wunderbaren Essentials von der Boutique La Tienda. Und ich starte schon mal mit diesen Traumherbstfarben. In dem schönen Camel, kann man sagen, oder Cognac, oder leichten Marron. Die Farbe hat verschiedene Nuancen, verschiedene Namen. Ich könnte das nicht vorstellen. Ich habe eigentlich einen Dudun an, also einen Daunenmantel an. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts an. Also, ich habe heiß, ich habe warm. Aber es ist eine Leichtigkeit von Lisla Rai da. Ein wunderschöner Daunenmantel. Perfekt, mit ganz vielen Features. In einer perfekten Farbe. Weil das zu dieser Farbe kannst du eigentlich alles kombinieren. Tutti quanti. Der Daunenmantel ist eigentlich von der Länge perfekt, auch für alle Damen, die gerne lange Kleider tragen. Auch im Winter. Ich finde mit einem dicken, coolen Boots ein cooles Kleid. Und darüber finde ich schön, wenn der Daunenmantel, die sind selten, die Daunenmantel sind meistens bis unter dem Knie, aber so lang ist es natürlich perfekt. Also der perfekte Begleiter, wo du warm bist, von Hals bis zum Fußknöchel. Und kombiniert aber dazu von Momoni einen wunderschönen Mele-Pullover, kannst du sagen. Er ist schön meliert in verschiedenen Farben. Er wirkt sehr, sehr frisch. Und du kannst ihn kombinieren, cool mit Jeans auch und mit verschiedenen Hosen. Ich habe jetzt als Hose eine schöne Lederhose. Es ist eine Zigaretthose mit Bund. Das heisst, es ist eigentlich wie ein Leggings, den du tragen tust, ein Wildleder. Aber nicht eng geschnitten, sondern Zigarette geschnitten. Und ich finde, das sieht immer besser aus, wenn du Boots hast, gibt das ein schöneres Bein, wenn es gerade geschnitten ist und nicht so trainingsmässig Leggings. Präsentieren möchte ich euch auch die coole Tasche von V Collective. Es ist eine vegane Tasche, wo aber so viele fantastische Features drin hat. Ich habe gefunden, sie passt perfekt gleich zu Marron, weil ich einen dunklen Schuh genommen habe dazu. Und zwar eine von Ash, eine Bottine, simpel, wie sie ist. Es ist wie ein Cowboy, aber es ist einfach eine richtige Booty mit einem schönen Absatz, also dicke Sohle. Und die Kombination zusammen mit dem Creme, finde ich, passt perfektamente. Also was macht die Tasche so fantastisch? Ich finde schon mal die erste, die Machart oder wie sie überkommt. Sie kommt fluffy über, wie meine Daunenjacke. Also schön fluffy ist sie vom Look her. Dann ist sie extrem leicht. Also du hast das Gefühl, nichts in der Hand. Und dann hast, weil meistens sind die Taschen von der Frau, wenn sie eine gewisse Größe haben, werden immer schwerer. Und dann ist sie organisiert, und zwar extrem. Überall hat es einen schönen Rissverschluss. Ich finde auch schön die grossen Rissverschluss, nicht so minkelig, sondern schöne grosse Rissverschluss. Und du kannst wunderbar auch drin einen Laptop rein tun, auch kleine Weekender. Eigentlich kannst du auch drin, also Nacht kannst du fantastisch überleben mit dem Täschchen. Schätzli, du hast keine Chance, du gehörst jetzt mir. Eine weiße Bluse darf natürlich nicht fehlen bei den Essentials. Aber weiss? Nein, sie ist aus, sagen wir mal, Vanille oder Latte. Es ist gebrochen weiss und aus Flanell. Und das macht sie so wahnsinnig bequem und wunderschön kuschelig und wintertauglich. Sie ist traumhaft auch von der ganzen Machart her. Ob man sie geschlossen trägt, oben durch, finde ich sie auch ganz herzig mit einem kleinen Features. Es hat so ein Krawattchen, das man dran binden kann. Oder auch draussen tragen tut, dann finde ich, hat sie den perfekten eigentlich, Abschnitt unten durch, weil das ist wichtig, wenn du Blusen draussen tragen tust, dass sie auch eben lässig aussieht. Das macht sie. Und ich habe sie kombiniert mit Lisa Young, von der Lisa Young, ein Traum-Kaschmir-Cardigan. Der ist so ein nordisch, aber gehalten in diesen wunderbaren Naturfarben. Natürlich passt zu diesen Farben eine Jeans von Mother. Mother hast du einfach an und bist verliebt. Es ist einfach von Trauma, von der ganzen Komfort her. Ich habe jetzt auch wieder eine Zigarettform genommen, ein bisschen ausgefranzelt unterdurch. Aber sie, du fühlst dich einfach drin schön eingepackt. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich so drin fühle, ich bin warm angelegt, aber wahnsinnig leicht. Trotz allem, die Leichtigkeit in dieser Wärme rein ist einfach perfekt. Und das machen natürlich Materialien aus. Ah, wenn Aubergine auf Lila trifft, dann sehe ich so aus. Und ich finde es cool. Speziell mit meinen Nägeln und mit meinem Lippenstift finde ich, gibt das so ein wunderbares Bouquet. Kombiniert habe ich die Winterfarbe mit einer Tasche von Label 17 in dem Marron. Ich finde, Marron passt mit Aubergine und Lila wahnsinnig schön zusammen. Fast schöner als Schwarz, obwohl ich gleich ein bisschen Schwarz rein habe. Und zwar bei der Lederhose von Lisla Raida. Es ist keine Lederhose, es ist eine vegane Lederhose. Es ist Kunstleder und wunderbar. Es ist eigentlich wie eine Trainerhose. Wahnsinnig bequem, hat ein schönes, lockeres Bein. Ich habe es wieder ein bisschen umgekehrt.
gekrempelt, weil ich fand, das passt wunderschön zusammen mit diesen Ash-Turnschuhen. Normalerweise ziehe ich unterdurch nicht weiss an, wenn ich obendurch nichts Weisses habe. Aber trotz allem, die Schuhbändel machen es aus, die die ganze Farbe wieder ein bisschen aufnehmen und es gibt doch einen starken Blickfang. Also, ich finde den ganzen Look mega lässig. Selbstverständlich noch der Mantel von Harris Worth London. Es ist eigentlich ein nicht ein Strickmantel, es ist ein Wollmantel. Ich kann es mit Strick. Ich habe einen Strickpulli an. von FTC. FTC ist bekannt eigentlich als Marke für Fairtrade Kaschmir. Also wunderschöner Pulli und der Mantel, das ist aus Wolle, aber ungefüttert. Ein bisschen oversized, mega lässig von der ganzen Machart her. Ich finde die Kombo cool, frisch und mal anders. Selbstverständlich kannst du sagen, okay, das ist zu viel für mich. Dann kannst du wieder monochrom arbeiten und mit dem gleichen Ton in Ton, also wie der Mantel, auch den Pulli rein kombinieren, wie das zum Beispiel. Sie sehen auch so, das sieht auch sehr, sehr schick aus. Und dazu sagst du, jetzt ist mir der Turnschuh einfach definitiv zu hell. Dann kannst du wieder Botte rein anlegen von Ash, die ich vorher angehabe, die sich wieder mit den Hosen anpassen tun. Und der ganze Look wird ein bisschen distingué, also ein bisschen mehr feiner oder sagen wir mal ein bisschen ruhiger. Aber ich finde es so kraftvoll und mega cool. Habt ihr die Netflix-Serie Beckham schon gesehen? Sehr empfehlenswert. Und da sehe ich den David drin mit seinen Oversize-Hosen. Also er war schon damals eine Ikone. So simpel, Tanktop. Und als ich das angelegt habe, ist mir gerade der Film in den Sinn gekommen. Sage ich, schau sie mal an. Oversize-Pan voll der 90s. Mit der Traumbluse dazu von Lisla Raida. Die Bluse hat er sicher nicht angehabt. Aber ich finde es einen mega coolen Look, passt perfekt zu im Hintergrund. So simpel wie sie ist. Manchmal müssen Essentials eben auch nicht so kompliziert sein, sondern in der ganzen Machart eben cool. Oder Citizen of Humanity ist Jeans, die ich trage. Ich kann es jetzt kombinieren mit Bottinen von Ash. Es darf ruhig also drüber fallen. Und simpel eben Tanktop und natürlich das schöne Blüsli. Ich finde es jetzt. Das macht es eben noch etwas aus, oder? Einfach das Garo-Blüsli und dann dazu noch etwas verspielt, die Drapage. Das finde ich mega, mega herzig. Und drüber, damit man ja nicht kalt hat, hat Andrea von La Tienda natürlich sich etwas überlegt. Eine Hemdbluse, auch von Lisla Raida, in dem schönen Blau, dunkelblau, das perfekt dazu passt. Einfach so drüber anlegen oder einfach cool fallen lassen. Und der Look ist done. Also, ihr seht, Essentials dürfen nicht kompliziert sein. Es müssen einfach die auserlesenen Stücke sein, in der ganzen Machart, in der Farbe her. Und für das ist La Tienda sensationell. Andrea hat wirklich so einen perfekten Gusto, die Sachen zusammenzustellen und zu kombinieren und einzukaufen. Und das Ganze könnt ihr natürlich bei ihr im Laden in Wittiken, beim Jütliberg. Dort hat sie ihre Boutique und natürlich sonst online findet ihr die ganze Sortiment. Wunderbarer Online-Shop, also dort könnt ihr wunderbar stöbern. Ich schließe mit dem ab. Mit dem Traum-Outfit fühle ich mich mega wohl und denke an Beckham. Darf man das ja sicher. Er ist und bleibt einfach ein cooler Sieg. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Kick it like boom, Beckham. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen über Basic Essentials, Winter Essentials. Und natürlich, wenn ihr andere Sachen von mir sehen über Food oder sonst Lifestyle, auf diese Seite klicken. Und das mache ich nicht in der Hand, aber wenn es nicht, das klappt ja trotzdem. Und abonnieren geht natürlich ganz einfach auf die andere Seite. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.